Grüß euch. Oh, Dreck auf der Linse. Sind die richtigen. Grüß euch und hallo zusammen. Wir machen noch mal weiter mit unserem alten Sechser. Und zwar hat der ganz schön gelitten mit der Salzfahrerei. Und ihr seht, wie, da der, wie es da rostrot herin ist. Und ich habe jetzt also einen gescheiten Lack besorgt. Und jetzt tun wir mal die Radl runter und dann da den losen Rost entfernen und streichen das mal aus, dass da mit dem Rost nicht weitergeht. So. Also mal so, die Hälfte hätte ich ja schon mal, gell? Nicht, sonst das gute Ding auf dem Kopf da. Passt dann wieder weg, gell? Natürlich eine schöne Arbeit, den ganzen Rost da wegzumachen. Da habe ich jetzt einmal das Blech weggebaut, das saß ja mal so dran. Und das kriegt jetzt hier einen neuen Winkel. Habe ich mal was am alten Stück Blech was hergekriegt und das schwarz jetzt da drauf. Und dann sind die Schalter und das alles wieder gut geschützt. Hingeschwarzt, sauber gemacht, lackiert, passt. Geht vorwärts. Ich habe neue Blecher gebaut. Die Innenseite ist schon mal mit Zinkspray und schwarzer Farbe. Dann kann ich die montieren, wenn die immer so einigermaßen trocken sind. Und Theresa macht auch gute Fortschritte. Die ist inzwischen beim Handbetrieb und schaut, dass wir da den losen Rost noch rausbringen. Und dann werden wir das einmal alles übertünchen und dann wird es schon wieder die Hand. Ah, inzwischen sind wir beim Streicher. So ganz blank ist das natürlich alles nicht. Da habe ich ein neues Blech gemacht. Die Innenseite ist schon lackiert. Außen werden wir es auch streichen. Und dann haben wir also einen richtig schönen dicken Lack, der wo halt gut auftrocknet und schön deckt. Und dann hoffen wir mal, dass das für die nächsten Jahre wieder gut ist. Aber es geht dann doch nicht so schnell, wie ich gedacht habe. Ich glaube, da werden wir heute bloß mit einer Seite fertig. Gescheit anziehen, nicht dass man beim Ackern oder beim Güllefass oder mit dem Güllefass das Rad verliert. Nee, keinen Spaß damit. Wir machen heute die zweite Seite vom Bulldog. Hinterrad ist runtergebaut. Auch die rechte Seite muss hübsch werden. Und während Theresa da den Bulldog in der Reißen hat, habe ich mir den Fünfer geschnappt und seht ihr es? Güllemixer hängt dran. Ihr wisst, was das heißt. Gülle fahren! So, jetzt werden wir die ganze Garde mal aufmischen, dass wir homogen sind und auch schön Nährstoffe auf Krawalt fahren, weil sonst haben wir bloß eine dünne Gülle. Wir wollen ja schließlich was rausbringen. Der Zug ist vorbei, das war jetzt vielleicht eine halbe Stunde und die Geschichte ist aufgerührt. Lass ihn noch ein bisschen nudeln, 5 Minuten oder so und dann passt es. GPS-Steuerung und hinter mir ist Theresa mit dem 6M und dem Zubringerfass. Wir fahren jetzt auf Krawalt
weil hier im Tölzer Landkreis dürfen wir noch nicht. Aber wir haben inzwischen die Landkreisgrenze überschritten. Und da mussten wir 2 Wochen früher aufhören, aber dürfen jetzt auch 2 Wochen früher wieder anfangen. Und wir nutzen das sauschöne und auch relativ trockene Wetter, um ein bisschen Gülle auszubringen. Die Gruben sind schon ziemlich voll, es hat ja viel geregnet über den Winter. Und naja, sagt jetzt für Ende Februar, sagt er ja nochmal ein Schnee. Und bevor wir dann dastehen und nicht fahren können und uns die Scheiße unter den Spalten steht, haben wir gesagt, fahren wir jetzt gleich mal ein paar Basel auf Krawald. Und dann haben wir wieder, keine Ahnung, 80 oder 100 Kubik Luft. Und dann werden es schon hinhauen. Da ist eine Riesenvorbereitung immer zum Güllefahren. Du musst ja unsere Düngeplanung machen jedes Jahr. Und muss also eingetragen werden, was wir letztes Jahr gefahren haben, also dokumentiert. Und dann wird das ausgerechnet und dann gibt man Minenwerte ein und sagt, was man dieses Jahr für Früchte baut. Und dann berechnet das Programm, was man wohin fahren darf. Ja, stickstoffmäßig haben wir da gar kein Thema, da könnte man noch viel mehr fahren. Aber phosphatmäßig wird es dann immer ein bisschen knapp. Ja gut, auf jeden Fall, Fasern sind voll und wir sind unterwegs. Und ich melde mich dann einmal von Krawald wieder. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert mit dem GPS-Gerät Gülle fahren. Wenn man nicht Spur an Spur fahren muss, sondern es ist eigentlich egal, wo es dem Feld anfängst.
wenn die AB-Linie drin ist, du triffst deinen Anschluss einfach perfekt, das ist überhaupt kein Problem. Wenn du jetzt zwei oder drei Spuren auslässt, das ist alles wunderbar. Also macht schon Spaß. Ob es jetzt mit meinem Fasel, mit dem 7,50 Meter Verteiler unbedingt notwendig ist, sei dahingestellt. Aber ich finde es schon eine Arbeitserleichterung. Ja klar, man muss natürlich vorher ein bisschen was einstellen und AB-Linie legen und so weiter, aber bis jetzt wunderbare Zeit. Ich sitze inzwischen mit dem T-Shirt drin. Es ist bachelwarm. Da kann man sich echt über kurze Hosen Gedanken machen. Ich glaube, wir haben halt so 15, 16 Grad oder so. Ah, Theresa wartet auf mich. Ich habe gesagt, sie soll doch mal irgendwo rechts ranfahren, weil sie eh warten muss und mich filmen, wenn ich hier mit meinem Josket-Fassel vorbeifahre. Ja, und das machen wir doch jetzt hier mit vollen Rad. Weil im Endeffekt kommt es mir ja leicht hinten noch. Wunderbar hingehabt.
Lenkradmotor, an dem habe ich mich auch gewöhnt. Also erstens liegt das Lenkrad echt gut in der Hand, also das ist schön griffig, auch nicht so plastikhaft, also angenehm, wenn man den ganzen Tag damit arbeitet. Und ja, es verdeckt natürlich ein bisschen Blicke, auch vor allem auf Kühlwassertemperatur und Dieseltank, aber man lernt außen rum zu schauen. Also ich bedanke mich jetzt erstmal bei der Firma EDA für das tolle Lenksystem, das Primo Plus AT2. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns dann da mal hoch und wird euch. Bis zum nächsten Mal. Was für ein schöner Himmel.